Die Arctowski-Halbinsel ist eine rund 25 Kilometer lange Halbinsel, die in nord-südlicher Ausrichtung zwischen der N4 Bay und der Wilhelmina Bay an der Danzigküste des antarktischen Grönlands liegt. Sie wurde bei der Belgica-Expedition 1897 bis 1899 unter der Leitung des belgischen Polarforschers Adrien de Gerlache de Gehumary entdeckt. Das Advisory Committee on Antarctic Names benannte sie nach dem polnischen Antarktisforscher Henryk Arctowski, 1871 bis 1958, einem Teilnehmer der Expedition.